Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Phoenix Wright, Justice for All. Jetzt fällt mir fast schon wieder der Name, nicht ein Hilfe. Was machen wir jetzt eigentlich genau? Okay, hier passiert irgendwas. Ich glaube, ich habe alles gefunden, was ich finden konnte. Aber ich verstehe nicht, wie das alles zusammenpasst. Hä? Und es ist nur ein Zufall, dass Inemini hier ist. Hey, du da! Wieso war der Geist, den Dr. Gray rufen wollte, jene Krankenschwester? Die ausgerechnet Ines Schwester ist, das passt etwas zu gut. Hey, Phoenix, ich rede mit dir. Ich wünschte, ich wüsste etwas mehr über Ini, aber wo gibt es solche Infos? Ach, ich verstehe schon. Du machst dir nicht die Mühe, dich mit Abschaum wie mir abzugeben, Herr Hochmäßig. Lotta. Aber du hast mich ja doch bemerkt. Ich dachte, ich hätte eine Mücke in meinem Ohr zum gehört. Nur das muss ich dir schon lassen. Du weißt, wie mein Abfall aufschwirrt. Ich meine, ich bin dir dankbar, dass du dieses Stück Müll so gehetzt hast. Danke. Aber weißt du, du vergeudest nur deine Zeit. Ich komme schon an eine klar. Was faseln sie da? Und was das Aufspüren oder Hetzen betrifft, ist das nicht genau das, was sie tun? Nun, verstehst du, nun, du bist nicht gerade ein wahrer Gentleman, wenn es um das Herz einer Lady geht. Sie sind auch nicht gerade die größte Charmeurin der Welt, meine Liebe. Hey, das ist Inemini, oder? Ich glaube, wir sollen ein paar Fragen zu ihr stellen, oder? Ja, ich habe mich gefragt, ob sie etwas über dieses Mädchen wissen. Tja, ich habe tatsächlich ein paar Nachforschungen über sie angestellt. Okay, das passt ja gerade sehr gut. Es war ihre Schwester, die Dr. Gray aus der Welt der Geister zurückrufen wollte. Ja, davon habe ich gehört. Ich habe auch gehört, dass Inemini diejenige war, die Dr. Gray nach Kurain gebracht hat. Ist das dein Ernst? Das ist vielleicht eine raffinierte Göre. Hey, soll ich dir noch mehr über sie erzählen? Klar. Sieh mal, das mit der Verhandlung heute tut mir echt leid. Wenn ich mich voll in etwas reinsteigere, dann ist es unmöglich, mich aufzuhalten. Sie haben Maya wirklich üblen Schaden zugefügt, Lotta. Ich nehme an, du kannst eine Mädel wie mir nicht verzeihen. Ja doch, komm. Nun, vielleicht schon. Sie haben Maya schließlich auch wieder geholfen. Ehrlich? Ja, ehrlich. Ach Gott sei Dank, ich bin noch was? Nein, nein, nichts, gar nichts. Ich spreche nur mit mir selbst. Nur Gequatsche. Nun denn, Lotta Hart, zu deinen Diensten. Ich werde all den Schmutz, den ich ausgegraben habe, mit dir teilen. Dankeschön. Hey, du nicht so überrascht. Ich werde dir das sogar umsonst geben. Lotta will kein Geld. Jetzt weiß ich, dass sie ein außerirdischer Klon ist. Wenn Maya nicht die wahre Mörderin ist, wer, glauben Sie, war es dann, Lotta? Nun, zur Hölle ist das nicht offensichtlich, es war dieser Okkultismus-Freak. Sie meinen Inemini? Nun, jemand anderes kommt wohl nicht in Frage, oder? Die Oma, du und ich, wir waren ja die ganze Zeit zusammen. Lotta verdächtigt also Ini. Das heißt, sie könnte schon etwas über die mysteriöse Ini herausgefunden haben. Da es gerade um Ini geht, haben Sie irgendwelche anderen Informationen über sie? Sicher. Nun, was denn? Das wird dich etwas kosten. Das wird dich einiges kosten. Ach, ich Dummerchen. Ich dachte, umsonst bedeutet kein Geld erforderlich. Das Mädchen war vor einem halben Jahr im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Aber warum? Nun, verdamm mich, das kannst du ja wohl selbst rausfinden. Hä? Hier, ich gebe dir die Adresse der Klinik. Vielleicht findest du ja etwas heraus. Vielleicht. Was soll das denn heißen? Nun, sieh mal, ich dachte mir nämlich, dass das ätzend wäre, deswegen war ich nicht dort. Ach. Nun, so läuft das nun mal, nicht wahr? So läuft das also. Ich meine, sehen Sie, geben Sie nicht mir... Ach, was soll's. Hier sonst hätte ich keine Wahl. Ich sollte mir die Hottie-Klinik mal ansehen. Hier lag Ini also im Krankenhaus. Hi.
Möchtest du einen Patienten besuchen? Ach ja, sind Sie einer der Ärzte hier? Ja, ich bin Direktor Hotti. Ich dachte nicht, dass ich mit dem Direktor selbst sprechen würde. Ja, wie kann ich dir behilflich sein? Ich würde Ihnen gerne einige Fragen zu Frau Inimini stellen. Frau Inimini? Frau Inimini? Ja, ach sie. Das ist aber schade. Ich sag dir was, dieses Mädchen wurde schon vor langer Zeit entlassen. Hier stecken Sie also, mein Lieber. Sie wissen doch, dass Sie nicht abhauen sollen. Zurück aufs Zimmer mit Ihnen. Er ist eben nicht der Direktor. Ach Zuckermäulchen, beruhigen Sie sich. Seien Sie doch nicht so streng, kleinem alten Mann. Wagen Sie bloß nicht wieder mit der Zuckermäulchenmasche anzufangen. Wenn Sie sich nicht benehmen, werden Sie aus diesem Krankenhaus geworfen. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass Schwestern so direkt und hart zum Chef sein dürfen. Kommen Sie schon, seien Sie ein braver Junge und geben Sie mit den Kittel des Direktors. Okay, verstehe es. Verstehe schon, verstehe schon. Ja, genug jetzt mit dem, ja, wer zur Hölle sind Sie? Ich bin Direktor Hotti. Die Schwester ist einfach verschwunden. Wie gemein. Der Einzige, mit dem ich reden kann, ist dieser Typ. Ach. So. Kumpel, ich bin Phoenix Wright, Anwalt. Was ist das? Ich bin Anwalt. Im Moment untersuche ich einen Mord. Ja, was soll dein zorniger Blick? Gewalt ist keine Lösung, ja? Morgen ist die Verhandlung und ich hätte wirklich gerne Informationen von Ihnen. Ist das so? Tja, weißt du, ich denke, ich kann dir ein kleines Geheimnis mitteilen. Was wäre das? Ja, eigentlich bin ich nicht der Direktor. Wollen Sie mich veräppeln? Jeder mit einem halben Fliegen hören musste das. Wie meinst du das? Muss ich ihm das erklären? Nun, Moment mal, ich gebe dir etwas echte Informationen, okay? Eigentlich bin ich die, weißt du, ich bin die wandelnde Lexipädie hier. Sie meinen die wandelnde Enzyklopädie. Ja, genau. Und meine Spezialität und Seiten, weil ich richtig heiße Patientinnen. Ich weiß einfach alles über sie, aber es ist mir peinlich, darüber zu reden. Ja, wie wär's, wenn sie solche Infos für sich behalten? Wie auch immer, du wolltest doch etwas über Fräulein Inimini wissen. Fräulein Inimini. Dieses Mädchen. Ach, ich kann mich sehr gut an sie erinnern. Sehr gut. Nun, was wird eigentlich genau in dieser Klinik behandelt? Ja, wir behandeln alles mögliche. Ärztliche, klinische Zeug. Ärztliches, klinisches Zeug. Nun, die genauen Details kenne ich nicht. Die interessieren mich nicht wirklich. Ja, was soll dieser Blick? Ach ja, gleich um die Ecke ist ein großes Allgemeinkrankenhaus. Wenn die nicht alle aufnehmen können, werden ihre Patienten hier verlegt. Hier wird auch operiert, oder? Ja, hier werden Schönheitsoperationen gemacht, glaube ich. Glauben Sie? Ja, ich glaube, das ist so. Sagen Sie mir bitte, was Sie über Inimini wissen. Ja, dazu komme ich noch. Vertrau mir, das mache ich. Jenes Mädchen, stimmt. Stimmt, sie wurde hierher verlegt aus dem Allgemeinkrankenhaus. Das war vor einem Jahr. Sie war einer von diesen Notfällen. Was fehlt ihr? War sie krank? Krank? Nee. Sie war verletzt, nicht krank. Das erkannte ich mit meinem geschulten Auge. Jupp, ich sah, wie riesig die Verletzung war. Eine riesige Verletzung? Ihr ganzer Körper war völlig in Bandagen eingehüllt und ihr Arm war eingegipst. Das klingt wirklich ziemlich übel. Ja, es war ein Unfall. Die sind beängstigend. Die Autos, nicht wahr? Auto? Sie meinen, es war ein Verkehrsunfall? Ja, das ist doch wie bei der Schwester. Jupp, dabei hat sie diese schrecklichen Verletzungen erlitten. Wie war in der Zeitung? Ja, habe ich alles nachgelesen. Es war schrecklich. Will ich überhaupt danach fragen, was mit dem alten Mann nicht stimmt? Gerade eben habt ihr etwas von einer großen Operation erwähnt. Meinst du etwa Frau Inis Operation? Ja, Frau Inis. Das war ein höllischer Unfall. Ja, ihr ganzes Gesicht war verbrannt, wie Toastbrot. Es war schlimm, sehr schlimm. War es wirklich so schlimm? Es war gut, dass Frau Ini ein Foto von sich dabei hatte. Ich habe gehört, dass ihr Gesicht anhand dieses Fotos rekonstruiert wurde. Foto? Das Mädchen, nun, sie hatte gerade erst ihren Führerschein bekommen. Nun, sie hatte zufällig ein Führerscheinfoto dabei. Ja.
Nun, als ich bekam ihr Foto zur Erinnerung. Ja, nun hab's wohl eher gemobst. Mein Verstoß gegen die Berufsehre. Oh, Moment mal. Was ein hübsches Mädchen wie sie. Was ein hübsches Mädchen wie sie. Ich wette, sie hat viele Bilder von sich. Sicher. Das ist ein Schatz, mein Schatz, mein Schatz. Was ist aus dem Führerschein geworden? Wer weiß, ich habe nicht danach gefragt. Ist wohl im Auto verbrannt. Sie haben also Informationen zu Inis Unfall nachgelesen, richtig? Jupp, gewiss. Ja, ich habe jede Zeitung gelesen, die damals darüber berichtete. Was war das für ein Unfall? Wissen Sie das noch? Ja, warte mal, ich hole ihn für dich. Den Artikel meine ich. Sie haben ihn? Nun, verstehe mich nicht falsch. Ich dachte mir, dass mal so etwas passiert. Total besessen, aber von dem könnte ich lernen, wie man einen Hinweis nachgeht. Ach, hier ist er, ja. Laut diesem Artikel saß Frau Ini auf dem Beifahrersitz. Auf dem Beifahrersitz, hä? Und hat geschlummert, so heißt es zumindest. Ein heftiger Ruck hat sie aufgeweckt und sofort war sie von Flamme umhüllt. Frau Ini kämpfte mit der Tür, öffnete sie schließlich und kam irgendwie raus. Jedenfalls können Sie all die Details in dem Artikel nachlesen. Ja, vielen Dank. Ja, nun, dann werde ich mal wieder zurück auf mein Zimmer gehen. Grüße Frau Ini von mir, okay? Ja. Gott Hilfe, ich muss jetzt auch gehen. Ach, ich muss jetzt unbedingt hier raus. Hey, wie war's? Warst du in der Klinik? Ja, ich habe einiges herausgefunden, glaube ich. Was ist los? Das sieht nicht so gut aus. Ach ja, die alte Oma hat vorhin die Bullen gerufen, was? Die Bullen? Warum sollte morgen die Polizei rufen? Sie meinte, sie müsste ihnen was sagen. Jetzt wird es jedenfalls interessant. What? Hey, ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt genug, um ihr Geheimnis zu enträtseln. Was soll denn dieser unheimliche Ausdruck in ihrem Gesicht? Verkehrsunfall. Bitte erzählen Sie mir von dem Verkehrsunfall. Hä? Wessen Unfall? Vom Unfall ihrer Schwester natürlich. Oh ja. Dieser Typ, Dr. Gray, hat dafür gesorgt, dass meine Schwester einschläft. Und das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Hm, interessant. Ini hat eben gefragt, wessen Unfall. Das heißt, sie muss noch etwas über den Unfall einer anderen Person wissen. In Ordnung, dann wollen wir mal das Thema wechseln. Warum erzählen Sie mir nicht von dem Unfall einer gewissen anderen Person? Hä, der Unfall einer anderen Person? An wen haben Sie dabei gedacht? An Sie. Ich möchte Sie etwas zu Ihrem eigenen Autounfall fragen. Mich? Ja. Wow, wie seltsam. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Können Sie beweisen, dass ich in einen Unfall verwickelt war? Ja, das war der zweite Artikel, ne? Warte mal. So, das ist hier. Würden Sie sich das mal ansehen? Das ist ein Artikel von vor einem Jahr. In dem Artikel steht, Inimini gibt Interview zum Unfall.
Sie waren schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus, nicht wahr? Moment mal. Was ist denn... Was ist denn? Das bin ich nicht. Hä? Ja, aber da wurde dein Führerschein drin gefunden, also... Ich meine, diese Person hat denselben Namen, aber das bin echt nicht ich. Mein Name, Inimini, gibt es ziemlich häufig. Was reden Sie denn da für ein Zeug? Der Name Ihrer Schwester Mimini wird auch erwähnt. Total, wow, was für ein gruseliger Zufall. Ich bekomme schon total Gänsehaut. Glauben Sie, ich werde so leicht von der Angel lassen? Also, was nun? Haben Sie etwas, das total beweist, dass ich im Krankenhaus lag? Ja, dein Führerschein. Das ist der Beweis. Was hat denn dieses Bild zu bedeuten? Das habe ich in dem Krankenhaus bekommen, in dem Sie lagen. Hä? Na und? Dort war ein gewisser Patient. Er war ein großer Fan. Zum Andenken an Ihren Aufenthalt klaute er dies. Das Foto sieht aus wie Sie. Dieser unheimliche Schwindler, der vorgab, der Direktor zu sein. Sind Sie jetzt bereit, mir von dem Unfall zu erzählen? Einen Moment. Okay, also, ich war in einem Unfall verwickelt, sicher. Aber das hat absolut nur mit diesem Mord zu tun. Doch, hat es schon. Sehen Sie sich diesen Artikel an. Da steht, dass eine der Frauen starb, richtig? Und? Diese Frau, die starb. Wer war Ihres Erachtens damit gemeint? Glauben Sie, die Frau, die bei dem Unfall starb, könnte... deine Schwester gewesen sein? Wo ist sie? Hier. Ich glaube, es war ihre Schwester, Mimimini. Mimi. Sie saß in dem Auto, das ihre Schwester steuerte. Sie beide waren zusammen, als der Unfall passierte. Es war ein und derselbe Unfall. Jetzt tanzt sie wieder. Ja, ich bin gefahren. In diesem Auto gefahren, mit meiner Schwester. Wir waren auf dem Weg nach Hause. Ich saß auf dem Beifahrersitz, als ich einschlief. Und dann ist es passiert. Ich griff mir meine Handtasche und flüchtete durch die Beifahrertür. Und ihre Schwester? Ich konnte nichts tun. Das Auto war voller Rauch, ich konnte nichts sehen. Oh, tut mir leid. Hat Dr. Gray den Unfall durch das Verabreichen von Schlaftabletten verschuldet? Er war voll hinter meiner Schwester her. Er hat das gemacht, um es meiner Schwester total heimzuzahlen. Ich frag mich, damit hat Ini einen guten Grund, Dr. Gray töten zu wollen. Es scheint so einfach zu sein, nicht wahr? Was meinen Sie? Aber es wäre sehr schwer, mir das nachzuweisen. Eigentlich dürfte das unmöglich sein. Was? Ich glaube, Sie verstehen schon. Ich werde Ihnen eine Lektion in Demut erteilen. In Demut erteilen. Ich hoffe, Sie genießen es. Was? Okay. Nö, ich bin hier raus. Tschüss. Man sieht sich. Sieht aus, als würde etwas passieren. Stopp! Lassen Sie meine Mutter in Ruhe. Au, hey, ganz ruhig, okay, meine Liebe. Ich werde ihr nicht... Hör, Liebes, es ist schon in Ordnung. Ich bin kurz mit diesem jungen Mann draußen. Mutter, bitte lass mich mitkommen. Nein, du musst hier bleiben und das Anwesen beschützen. Aber... Oh, mach nicht so ein Gesicht. Hey, pass mal auf. Ich zeig dir was ganz Cooles. Hier, zieh mal. Das ist eine echte Pistole. Inspektor, treiben Sie es nicht auf die Spitze. Tut mir leid. Armer Gumshoe. So von morgen am Ohr gezogen zu werden. Naja, ich meine, armer Gumshoe. Ich meine, der wollte gerade dem Kind eine Pistole zeigen. Also, ich meine... Mutter.
Das ist noch nie passiert. Pearls. Herr Nick, ich habe ein richtig mieses Gefühl, dass ich nicht loswerde. Ich glaube, dass etwas wirklich Schlimmes passieren wird. Ich fürchte mich wirklich, Herr Nick. Sag was, Wright, irgendwas. Ich bin eine echte Niete. Herr Nick, was ist mit der mystischen Maya? Mir wird nichts passieren. Ich glaube, ich habe genug Beweise gesammelt. Die mystische Maya, sie muss sich sehr einsam fühlen. Bitte, Herr Nick, besuchen Sie sie. Ja, aber ich kann dich auch nicht einfach hier alleine da sitzen lassen. Mir wird schon nichts passieren. Bitte, die mystische Maya braucht sie an ihrer Seite. Ihr Blick ist ganz schön stechend. Fröstel. Du hast mich ganz schön warten lassen, Phoenix. Mia. Nun, wir laufen die Vorbereitungen. Ich glaube, ich habe jetzt genug Beweise und Informationen. Glaube ich. Morgen wird alles auf deinen Schultern lasten. Ob Maya schuldig oder freigesprochen wird. Eine ganz schöne Last. Wenn ich mich recht entsinne, hatte Mia selbst einige psychische Blockaden. Mia, ich werde mir die letzte Information beschaffen, die ich noch benötige. Sicher, versuch es nur. Aha, okay. Mia, ja? Mia, du weißt doch etwas, oder? Über den wahren Mörder, meine ich. Ja, Blockaden. Warum glaubst du das? Es ist manchmal ziemlich anstrengend, die Geheimnisse anderer Menschen zu sehen. Sieht aus, als müsstest du deinen Gedankengang erklären. Ja, sich mit mir geistig messen. Phoenix. Du glaubst, ich verheimliche die Information über eine Person, stimmt doch? Ja. Nun gut, dann sag mir, wen ich deines Erachtens schütze. Morgen. Morgen Faye natürlich. Es gibt niemand anderen, den du so schützen würdest, Mia. Gut gemacht, aber... Während der Mord verübt wurde, befand sich meine Tante mit all den anderen vor der Tür. Das heißt, sie hat bereits ein Alibi. Das stimmt. Zeig mir irgendeinen Beweis, der den Verdacht auf meine Tante legt. Ich hätte jetzt eigentlich den Kleidungsfetzen gesagt, ne? Der Beweis ist dieser Stofffetzen. Den habe ich in dem Verbrennungsofen beim Holzsteg gefunden. Er ist aus demselben Stoff wie Mayas Kostüm. Mal abgesehen von dem Blutfleck. Du meinst von dem Kostüm, das Maya zur Zeit des Mordes trug? Ja. Aber als Maya verhaftet wurde, trug sie ihr Kostüm. Das bedeutet nur, dass jemand ihre Sachen ausgetauscht hat. Ihre Sachen ausgetauscht? Aber warum? Ich weiß nicht warum. Aber es gibt nur eine Person, die das getan haben könnte. Die eine Person, die sich um Maya gekümmert hat. Meine Tante. Was hat dieser Blick zu bedeuten? Deine Argumentation ist zu löchrig. Du hast keinen Beweis, dass dieser Stofffetzen wirklich von Mayas Kostüm stammt. Aber dieses Blut. Und weißt du jetzt, wessen Blut das ist? Du weißt es nicht, oder? Kannst du beweisen, dass dieser Stofffetzen von Mayas Kostüm stammt? Ich glaube, das ist der Beweis, nach dem du suchst. Der Schlüssel zum Beschwörungsraum? Hä? Zu Beginn der Beschwörung war Maya im Besitz dieses Schlüssels. Und dennoch ist er auf magischer Weise im Ofen im Hauptgarten gelandet. Du hast recht. Aber Maya hat es mir doch so gesagt. Bei der Beschwörung befand sich der Schlüssel in meinem Ärmel.
Und sowohl der Schlüssel als auch der Stofffetzen wurden im Ofen gefunden. Das heißt, dieser Stofffetzen war ein Teil von Mayas Kostüm. So sieht es jedenfalls aus. Irgendjemand hat die andere Kleider angezogen. Und hat dann das Kostüm, das sie getragen hat, in den Verbrennungsofen gesteckt. Es gibt nur eine Person, die das getan haben könnte. Die eine Person, die sich um Maya gekümmert hat. Meine Tante. Genau. Das hast du sehr gut gemacht, Phoenix. Dankeschön. Solange du diese beiden Beweisstücke hast, kannst du meine Tante verdächtigen. Wie auch immer. Wie auch immer? Wie ich schon anfangs sagte, meine Tante hat ein Alibi. Ja, sie war die ganze Zeit mit uns zusammen. Das ist meine letzte Frage. Dafür musst du mir keine wasserdichten Beweise liefern. Aber ich möchte es wissen. Wenn sie die Schuldige ist, wie hat sie den Mord verübt? Wie sie es getan hat? Ich würde gerne hören, was du darüber denkst. Wen oder was benötigt meine Tante, um Dr. Gray zu töten? Die Inni? Weil die ihn ja hergelockt hat? Tatsächlich. Inimini, sie ist die Antwort auf die letzte Frage. Das heißt, meine Tante und Inimini stecken unter einer Decke. Okay, gut, würde ich sagen, machen wir im nächsten Papa dabei. Phoenix Wright, Justice for All, bis dann und ciao.